Schimpansen. Tatsächlich sind die Kletterkünstler aber die nächsten lebenden Verwandten des Menschen. Deshalb gehören sie ja auch zur Familie der Menschenaffen. Ihre ursprüngliche Heimat ist Afrika, genauer gesagt der Boden und die Bäume rund um den Äquator. Eine Gruppe von 7 Schimpansen lebt aber auch im Takamanda-Land des Osnabrücker Zoos. Für die meist im Käfig lebenden Affen war der Umzug in das neue Außengehege eine Herausforderung, wie Tierpfleger Wolfgang Festel berichtet. Es sind alles zugeborene Schimpansen, die in Käfigen aufgewachsen sind. Das heißt, sie hatten immer irgendein Dach über dem Kopf und das hatten sie hier nicht. Und die waren also die ersten paar Tage schon sehr überrascht, diese Freiheit, sag ich mal, zu haben, dass eben kein Gitter oben drüber ist, dass sie also so zum freien Himmel gucken können, weil man muss sagen, sie haben in einem Käfig auch das Gefühl einer Geborgenheit. Sie sind da sicher vor Feinden, es kommen da keine Leoparden, keine Raubtiere und so weiter ran. Das wissen die auch und jetzt ist das plötzlich alles offen und da müssen die sich erst dran gewöhnen. Also ganz einfach ist das für die Affen auch nicht. Mittlerweile ist es natürlich so, dass sie sich hier richtig pudelwohl fühlen und es einfach genießen, eine Art von Freiheit zu haben. Ausgewachsene Tiere werden übrigens zwischen 1 Meter und 1,70 Meter groß und bringen zwischen 35 und 70 Kilo auf die Waage. Dafür brauchen die Schimpansen aber auch ausreichend Stärkung. Das ständige Klettern strengt ja auch an. Und unter den warmen Strahlen der Sonne kann man sich das saftige Obst dann richtig schmecken lassen. Für die Schimpansen typischen Eckzähne stellt so ein Apfel auch kein Problem dar. Früchte sind im Übrigen wesentlicher Bestandteil auf der Speisekarte der Schimpansen. Die kleinen Leckerbissen sind aber schnell vergriffen. Um sich die besten Stücke zu sichern, müssen gerade die beiden kleinen Mädchen Lila und Panja schnell sein. Denn beim Fressen zeigt sich, wer das Sagen hat. Deshalb kann es Affendame Lady auch ruhig angehen. Als Älteste in der Gruppe ist ihr das Recht auf das beste Futter sicher. Diesen Vorteil weiß die alte Alpha-Dame auszunutzen. Nachdem die besten Stücke vergeben sind, sucht sich jeder einen geeigneten Platz, um in Ruhe genießen zu können. Nur Lila und Panja können ihre Füße nicht stillhalten. Wir haben das Glück, dass wir gerade auch 2 junge Weibchen haben, die nur 1 Jahr vom Alter her auseinander sind. Die beiden haben natürlich wie kleine Kinder auch immer irgendwelchen Blödsinn im Kopf. Und wenn sie sich untereinander nicht beschäftigen, dann werden halt eben auch mal die Großen geneckt. Aber es ist schon so, dass wir das große Glück haben, sehr behutsame Schimpansen zu haben. Auch das Männchen ist sehr, sehr liebevoll gegenüber den Kleinen. Ist also nicht so, wenn ihm was nicht passt, dass sie dann also gleich einen auf die Nase bekommen, sondern dann geht er schon mal eher weg, als dass er da irgendwie um sich haut oder so. Während alle noch gemütlich fressen, sucht Teaser nach den wahren Leckerbissen neben dem Obst und Gemüse. Die unauffälligen kleinen Körner dort am Boden. Einziges Problem, man muss sie erst einmal finden. Doch die zeitaufwendige Suche lohnt sich. So genießen die 7 Schimpansen die letzten Tage im Außengehege, bevor es zum Winter wieder rein ins Affenhaus geht.